Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus Tallinn. Wie ihr seht, Sonnenschein, deshalb ist es hier so ein bisschen, nennen wir es einfach mal, Gegenlicht. Aber das Wetter ist schön, kann man sich nicht beschweren. An dieser Stelle Themen frisch gepresst, die wir für euch haben. Natürlich, wir müssen darauf eingehen, München Flughafen, komplettes Drama. Heute Frankfurt, deutscher Luftraum, komplettes Drama. Des Weiteren haben wir Themen für euch natürlich. KLM, die haben zu hohe Kosten, müssen auch auf die Spaßbremse drücken. Wir gehen dann weiter mit einem Showdown in der First Class. Da gibt es auch Sachen in Amerika, die man sich nicht vorstellen kann. Wir haben des Weiteren eine Geschichte, wo wir uns mal anschauen, was sind überhaupt Meilen wert, an einem Beispiel aus den USA an dieser Stelle. Aber wir stellen fest, die Meilenentwertung ist gerade an den Feiertagen besonders hoch. Wir haben zwei Deals für euch, Punkte, IHG, Punkte kaufen, 100% Bonus, aber auch die Hilton-Punkte, die haben irgendwie so einen Mystery-Bonus, der am Ende nicht mehr Mystery ist, werden wir alles drauf eingehen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und Kanalmitgliedschaft. Also, kommentieren auch ganz wichtig. Also ich sag's immer wieder, gibt dem Kanal Liebe. Mehr Liebe ist immer besser. Wir gehen jetzt auf das erste Thema. Und zwar das erste Thema ist halt wirklich die massiven Beeinträchtigungen von heute alleine einfach aus Aktualitätsgründen, die es dort gibt in Frankfurt. Und da ist es so, dass man sagt, dass es wegen technischen Störungen dort zu Problemen im deutschen Luftraum gab und gibt. Wichtig ist aber trotzdem, dass auch Flüge dann anderswo betroffen worden sind. Zum Beispiel in der Horn-Gruppe, in der ich bin, da haben die Leute berichtet, sie sitzen in Zürich und warten halt auf Slots und auf Freigaben. Wichtig ist es auch, dass diese Verzögerungen im Betriebsablauf natürlich auch Ausfälle haben. In dem Fall mit einer Verspätung kann man ja dann ehrlicherweise leben. Auf jeden Fall ist es so, Fluggäste wird empfohlen, den Flugstatus regelmäßig zu kontrollieren. Und jetzt kommt der Knaller. Von 60 Annullierungen, die Auswirkungen halten sich in Grenzen. Naja, nun gut, 60 Flüge, weiß ich nicht, ob das in Grenzen ist. Ihr könnt ja antworten zur Frage des Tages zum Thema, ist eurer Meinung nach 60 Flugausfälle sich in Grenzen halten oder ist das etwas, was absolut nicht geht? Die deutsche Flugsicherung sagt, es habe ein Problem gegeben mit dem Datenaustausch, aber das wäre wohl behoben. Jetzt arbeiten wir einmal gestern auf und da müssen wir uns auch noch mal genau angucken, was da passiert ist. Denn der Münchner Flughafen hat ja von sich reden gemacht mit 2 Kilometer langen Schlangen in der Spitzenzeit. Und Bits and Pretzels zum Beispiel ist ja eine Veranstaltung, die sehr etabliert ist um die Wiesen herum. Bits and Pretzels, genau so ist das. Und da kommen auch viele hochkarätige Leute vorbei und gucken sich das Ganze natürlich an. Und die haben gestern geendet. Dann die Wiesen. Dann haben wir den 3. Oktober gehabt. Langes Wochenende, heißt mit Brückentag heute, ne? Also 10.000 mehr Passagiere, 8% weniger Kapazität am Flughafen. Trotzdem hat der Flughafen es nicht geschafft, die Passagiere abzufertigen, ohne dass man sich da 2,5 Stunden anstellen musste. Und das ist wohl in meinen Augen ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Warum? Weil es einfach so nicht geht. Und man muss natürlich ehrlicherweise hier sagen, dass diese Schlangen, die gestern dort gesorgt haben, dafür am Terminal 2, ein Problem dargestellt haben. Und jetzt ein Zitat, das ist aus der Bild-Zeitung, klar, aber das ist vom Pressesprecher des Flughafens und der sagte, vor dem Bordkartenscanner begannen diejenigen, die keine Ellenbogen haben, das Nachsehen zu haben. Und dann geht's weiter. Daher haben wir Personal zusammengezogen, für eine geordnete Schlange gesorgt, die ständig in Bewegung blieb und Wasser an Fluggäste verteilt. Ja gut, die Schlange ist ständig in Bewegung. Das ist ja fast wie in Disneyland oder irgendwo im Heidepark Soltau. Die Schlangen vor der Achterbahn sind da auch irgendwie ständig in Gange, wird halt kein Wasser ausgegeben, aber das haben sie ja dann gemacht. Das muss man dann loben. Aber es ist halt wirklich so, dass natürlich alle Kontrollspuren besetzt waren, aber anscheinend trotzdem Personal gefehlt hat. Und das ist halt ein Riesenproblem. Deshalb könnt ihr da nochmal eure Meinung zu sagen und sagen, was ihr dazu denkt, dass ihr einfach mal
eure Meinung rauslasst und sagt, was ihr zur Verbesserung habt. Ja, da ruft jemand an, das ist ganz toll, aber ich bin gerade Sendung aufnehmen. Ist halt so, sorry, keine Zeit. Ja, also wie gesagt, Frage des Tages hier, was ist eure Einschätzung zum Münchner Flughafen und wie seht ihr das Ganze? Ist das etwas, was dort geregelt werden muss und vor allem, was sind die Gründe aus eurer Meinung daraus? Weil wir ja immer gesagt haben, dass der Münchner Flughafen ja der Goldstandard ist. Ganz lustig ist in meinen Augen auch das Thema, wenn man sich da aus der Zunge zergehen lässt, dass Carsten Spohr ja im Spiegel auch gesagt hat, dass der Flughafen in München der schlechteste Flughafen sei. Und wenn man Frankfurt hat als Flughafen, der da in dem Wettbewerb ist, dann muss man auch sagen, schlimm, wenn das die Competition ist und man da sich schon am Frankfurter Flughafen gemessen quasi daran vorbeirauscht. Ne? Und München war halt der Klassenprimus, gerade Terminal 2. Schwer, schwer, schwer. Wer es auch schwer hat, das sind die Freunde von KLM. KLM lechzen auch unter dem hohen Kostendruck. Carsten Spohr hatte das ja auch so sinngemäß gesagt, dass die Legacy Carrier halt einen zu hohen Kostendruck haben. Und so ist es so, dass man natürlich jetzt bei KLM, und sie sagen selber, schmerzhafte Eingriffe nehmen muss. Heißt also, dass man dort die hohen Kosten um Teufel komm raus reduzieren möchte und muss. Und es ist halt wirklich so, dass man jetzt ehrlicherweise sagen muss, dass bei der KLM vielleicht nicht alles so rund läuft und auch nicht alles so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Und deshalb muss man da auf die Kostenbremse drücken. Besonders wichtig ist ja, dass die KLM die Probleme bestätigt hat. Unsere Flugzeuge sind voll, aber unsere Kapazität ist noch nicht wieder auf dem Niveau von vor Corona. Und wichtig ist, unter hohen Kosten und Engpässen bei Personal und Flugzeugen ist man am Leiden. Und deshalb gibt es entschiedene Maßnahmen zur Stärkung der operativen und finanziellen Position. Heißt also, man möchte das Ergebnis konkret um fast eine halbe Milliarde, also 450 Millionen Euro verbessern. Also da spricht man durchaus von Druck. Ein Teil, wie man das erreichen möchte, ist Auslagerung der Maintenance. Heißt also, man will dann natürlich weiterhin an der Spitze der Branche stehen, ist ja klar. Aber um dies weiterhin effektiv zu nutzen, müssen wir jetzt klare und entscheidende Entscheidungen treffen. Wobei entscheidende Entscheidungen sind natürlich, deshalb heißt es ja Entscheidung, ne? Auch merkwürdige Geschichten. Aber es ist notwendig, dass es muss jetzt getan werden. Und nur so kann man die Milliardeninvestitionen in eine moderne Flotte tragen. Gut, man muss natürlich auch sagen, dass man dort jetzt 7 aktuelle Arbeitsfelder und Aktionsfelder hat. Heißt also, man möchte die Produktivität oder die, ja, Produktivität ist es ja, um 5% steigern. Das ist ja auch das, wo die Lufthansa drunter leidet, dass man halt da nicht die Produktivität hat wie vor Covid. Dann ist es so, dass man auch Maßnahmen, um die Auswirkungen von Pilotenmangel abdämpfen möchte und vor allem auch ein besseres Gleichgewicht zwischen den Intercont und den europäischen Flügen erreichen möchte. Weiter geht es dann auch zu die Mechanisierung, Verringerung der Abwesenheit von Mitarbeitern. Und dann wichtig ist auch Automatisierung, Mechanisierung. Also das heißt, man möchte Arbeitsplätze dann auch wieder wegbekommen. Ein Hinweis von mir an dieser Stelle ist, macht doch einfach eine App, mit der man auch viel machen kann. Also Apps sind ja schon mal geil, dass man dort halt wirklich viele Sachen schon machen kann, wenn man halt auch erlaubt, umzubuchen, wie es die EU-Regularien sagen, ne? Als nur als Hinweis. Wichtig ist auch, dass man bei der KLM jetzt sich alle Investitionen genau anguckt, auch anschaut, ob man bei den Töchtern dort irgendwie was sparen kann oder die vielleicht sogar verkauft und die sich somit ganz spart. Und da ist es so, dass man Einführung von Bezahlverpflegung haben möchte, also Buy on Board. Und damit möchte man dann mindestens 100 Millionen Euro Umsatzsteigerung haben. Lustigerweise finde ich das so, Buy on Board geht bei Lufthansa zurück oder andere denken, das wieder abzubauen und andere kommen jetzt darauf und sagen, nee, wir machen Buy on Board. Finde ich merkwürdig, auch hier wieder die Stelle rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln und das Ganze dann hin und her. Wichtig ist auch, dass man Maßnahmen zur Vereinfachung
sorgt. Das heißt also, dass man da natürlich, wenn man Air France KLM, ne, guckt, ob man da nicht noch mehr Synergien heben kann und natürlich auch Überschneidungen in der Verwaltung. Heißt also, dass man dort Auslagerungen und aber auch Veräußerungen und vielleicht auch von Einstellung von ganz von Aktivitäten das Ganze erreichen will, ja, ist halt auch schwierig. Ja, also Aktivitäten, die natürlich nicht zum Flugbetrieb beitragen. Auch hier könnt ihr antworten, was ihr dazu denkt, was eure Meinung ist. Als Armchair-CEOs, hier sind wir wieder gefragt, wie retten wir die KLM? Eine der Fluggesellschaften, die natürlich lange, lange am Markt ist. Gut, wir haben jetzt ein Thema, was mich etwas irritiert. Und zwar irritiert es mich deshalb, weil wenn man sich die Meldung anschaut, dann ist es schon merkwürdig mit dem Thema First Class Showdown. Passagiere retten eine Frau von einem gewalttätigen Sitznachbarn auf einem American Airlines Flug. Und zwar handelt es sich hier um den Flug AA310 von Miami nach Charlotte. Muss wohl gewesen sein am 3. Oktober, genau gestern. Und der Flug war so, dass man 26 Minuten vor Ankunft gelandet ist. Also das heißt, vor geplanter Ankunftszeit. Nicht, dass ihr denkt, dass die eine Zeitmaschine haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf jeden Fall ist es so, dass die Polizei von Charlotte Mecklenburg dort an der Scene war und sich das angeguckt haben. Man ist dann auch dort natürlich viel schneller gekommen. Warum? Was ist denn passiert? Zwei Passagiere, die dort zusammengereist sind, hatten eine Altercation, also eine gewaltsame Zusammenkunft. Und zwar ist es so, dass die dort darauf dann reagiert haben. Ich bin mal gespannt, dass man dort halt wirklich gerade in der ersten Klasse solche Themen hat. Was genau da passiert ist, ist halt nicht so ganz bekannt, weil da steht halt nur Altercation und so weiter und so fort, haben auch Directs und so weiter bekommen. Aber komisch, dass die Bedienungen dort in der First Class, die Bedingungen in der First Class so sind, dass man da in einen Box-In-Fight gehen muss. Finde ich schwierig, vor allem, weil das anscheinend eine weibliche Passagierin war. Und die First Class Sitze sind ja im Prinzip Premium Economy Sitze, aber in einem Schmalraumflugzeug. Also da soll es eigentlich keine Probleme geben. Da fragt man sich, was ist los mit den Leuten oder wo tut weh? Wir haben ein Problem und das ist, wo tut weh? Das ist Meilenverfügbarkeit. Und da muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass die Lufthansa dort doch sehr gute Dienste geleistet hat und gesagt hat, dass sie jetzt bei Miles & More auch Flüge nach Nordamerika in der Business Class hat. Also insofern haben wir da jetzt wieder Value. Aber wir hatten ja lange Zeit eine Durststrecke. Und jetzt gibt es dort von den Kollegen aus Amerika, die haben sich das Ganze mal angeguckt und haben geguckt, was sagt die Datenlage? Also wie ist das dort in USA mit den Meilen, ob man da einen Unterschied in den Punkten feststellt? Und die stellen halt wirklich fest, dass in der Urlaubszeit der Meilenwert wesentlich geringer ist als natürlich nicht zu der Urlaubszeit. Man kann jetzt sagen, dass das halt etwas ist, wo die Passagiere bestraft werden. Aber lass uns erstmal die Sachen im Detail angucken und ob das auch eine Bestrafung ist. Vielleicht ist das die dritte Frage des Tages, die ich heute kreiere, weil ich habe ehrlicherweise die Fragen des Tages nicht zusammengeschnitten oder zusammengetan. Gut, also ist es so. Wir müssen uns mal angucken. Also, was ist der beste Weg, die Meilen zu benutzen? Ist natürlich in der Premium-Kabine. Da gibt es gar nichts. Und deshalb, also da muss man halt wirklich aufpassen und schauen. Wichtig ist auch an dieser Stelle, dass man dort dann, wenn man dort bucht, halt auch wirklich bucht rechtzeitig. Und natürlich ist es so, dass man die Leute auch natürlich immer wieder darauf aufmerksam machen muss, dass die Fluggesellschaften, ja, sie wollen halt Penunzen haben, anstatt Meilen zu verkaufen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal einfach an bei American Airlines. Heißt also, dass bei American Airlines der durchschnittliche Wert 1,55 Dollar Cent ist pro Punkt. Wenn man aber auf der Urlaubszeit guckt, dann ist es nur noch 1,39. Das sind 10,32% weniger. Bei United ist es andersrum, komischerweise.
Entschuldigung, bei JetBlue ist es andersrum, komischerweise. Da ist es sogar ein Plus von 1,47. Das heißt, also eine Urlaubszeit bekommt man da mehr Meilen. Aber grundsätzlich sind es halt immer Minuszahlen, heißt also minus 5% im Schnitt bei allen Fluggesellschaften. Alaska minus 7,74. American habe ich ja mit 10,23 gesagt. Bei Delta sind es nur 1,79 minus. Bei United sind es minus 5 immerhin. Und JetBlue sind die einzigen, wo man im Urlaub mehr Value bekommt. Jetzt die Frage des Tages dazu. Habt ihr das Gefühl, dass ihr von den Fluggesellschaften in irgendeiner Art und Weise bestraft werdet für Urlaubsflüge? Oder ist einfach die Bestrafung wie bei Lufthansa durch die hohen Gebühren eigentlich immer gegeben, weil die Gebühren einfach zu hoch sind? Und wenn wir ehrlich sind, muss man an dieser Stelle sagen, ist es vielleicht nicht auch eine Sache von Angebot und Nachfrage? Deshalb beantwortet ihr einfach die Frage, ob es halt eine Bestrafung ist oder nicht. Wir gehen jetzt auf die Punkte-Deals ein, die wir für euch rausgesucht haben. Und zwar einmal haben wir das Thema jetzt direkt für IHG. Der Sale endet ja morgen und deshalb nochmal der Hinweis auf die 100% Bonusaktion. Und dieser Flash-Sale, der ja jetzt quasi gerade gestartet ist, gibt halt maximal 150.000 Punkte, die man kaufen kann. Aber er wurde erhöht auf 250.000 Maximum, das muss man halt sagen. 100% mehr Punkte heißt also im Prinzip, manchmal ist er auf 250 Punkte gesteigert, diesmal ist er immer nur 150.000 Punkte. Heißt also, es gibt maximal 150.000 Punkte, maximal plus 150.000 Punkte sind 300.000 für 1.500 Dolores. So, und jetzt kommt meine Einschätzung dazu und das ist das, warum ich bin 250, weil es halt andere Aktionen gibt, die halt wesentlich werthaltiger sind, vielleicht gehe ich mit der Kamera, ist es so, dass man da die Aktion nicht kaufen sollte. Wartet, es kommen noch Aktionen, 250.000 ist mehr Limit und vor allem auch, wenn man sich das anguckt, gibt es teilweise auch bessere Preise. Ich denke mal, dass das halt der normale Value ist. Also wenn man kauft, sollte man schon immer Maximalwerte kaufen und muss so gucken, dass man mehr kaufen kann, weil halt 150.000 Punkte das Maximale pro Jahr ist bei IHG. Und da sollte man auf die hohen Werte gucken, also 100% Bonus und natürlich auch auf erhöhter Meilenwert, Punktewert, den man kaufen kann. Wir haben dann nochmal die Aktion von Hilton. Hilton hat ja diesen Mystery-Bonus, den die da haben. Und bei dem Mystery-Bonus ist es so, dass man 80% mehr Punkte bekommt. Also nicht ganz so Mystery, was es an Bonus gibt. Aber das, was das Mystery ist, ist das erhöhte Limit, was man bekommt. Heißt also, normalerweise kann man 80.000 Punkte pro Kalenderjahr kaufen. Das Limit ist natürlich jetzt verdoppelt und deshalb ist es so, dass man dort natürlich 160.000 Punkte bekommen kann als Verdopplung und dann wird das auch nochmal und dann sind das 288.000 Punkte, die man dann in Toto bekommt. Also 160.000 plus den Bonus von 80% sind 128.000 plus, das sind dann zusammen 288.000 und die kosten 1.600 Dolores. Auch hier wieder ist es wichtig, dass man halt wirklich guckt, dass man halt die 5 Nächte immer versucht zu benutzen, weil die 5. Nacht frei ist. Das ist bei Hilton ja ein Feature. Das ist auch etwas, was den Value nochmal bringt. Und was auch interessant ist, ist natürlich, dass man auch dort die Resort and Destination Fees included hat. Jupp. Also auch hier ein Vorteil und immer einen Use Case haben, wenn ihr die Punkte braucht. Ansonsten warten, bis ihr eine Use Case dafür habt. Wir sind jetzt durch mit der Sendung und deshalb gibt es von mir nochmal eine Wiederholung der Fragen des Tages. Einmal natürlich die Fragen des Tages, wart ihr da von den Frankfurter Geschichten betroffen? Heißt also Frankfurter Flughafen und andere Flughäfen mit der DFS-Geschichte, dass man dort halt Einschränkungen hatte, Flüge ausgefallen sind 60 Stück. Dann die andere Frage war München Flughafen, was sollen die tun? Was ist bei München los, dass sie halt von Frankfurt überholt worden sind, laut Carsten Spohr oder Carsten S. aus M. Namen der Rechtsfrau bekannt, nicht geändert, dass man halt dort wirklich in der Konsequenz halt in München schlechter ist als Frankfurt. Also dazu könnt ihr was sehr gerne sagen. Und dann natürlich als dritte Frage des Tages, ich habe es gesagt, nehmen wir die auch natürlich mit auf. Das ist das Thema
Penalization, also Bestrafung. In der Urlaubszeit merkt ihr da irgendwas, dass die Meilenwerte in der Urlaubszeit sind, erhöht sind oder dass ihr also weniger Punkte-Value bekommt? Oder aber sagt ihr ganz einfach, nee, da haben wir in Deutschland eher nicht das Problem, wir haben das Problem der Verfügbarkeiten und natürlich auf der anderen Seite, und das ist so eher meine Meinung, Angebot, Nachfrage, im Urlaub wollen wir alle fliegen, deshalb ist das so. Das sind ja auch Flüge teurer. Das ist übrigens auch der Nachteil natürlich, wenn der flexible Punktewerte hat, heißt also, dass man jetzt für einen Flug zwischen 100.000 oder 130.000 Punkte oder mehr bezahlen kann, dass die also auch wie die Preise dann einfach hochgehen. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV hier aus Tallinn und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und Kanalmitgliedschaft und was wollen wir noch erzählen? Helsinki ist voll, Platz ist weg. Also, bis dann, ciao, ciao und abspann. Bis dann. Und der normale mit dem Flugzeug hier, der Blick ist jetzt okay in den Polizeipark, aber ich bin jetzt weg. Also, bis dann, ciao, ciao.